Oh. Oh. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Mega cool. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prey. Wir machen direkt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, mit ein wenig Schwankungen im Gang. Aber das spielt keine Rolle, glaube ich. Darüber würde ich auch gerne noch gehen. Aber wir gucken jetzt erstmal, was hier so abgeht. Ja, das kann ich voll gut nehmen gerade. Trinken. Mega gut. Brauche ich gerade voll. So, gespeichert haben wir. So langsam habe ich das Spiel raus, glaube ich zumindest. Ich glaube es. Geil, Alter. Oh, ich höre schon wieder einen. Gut, gehen wir erstmal kurz hier hoch. Puh. Okay, die Glue-Kanone kann ich leider nicht nehmen. Schade. Wer war das hier? Thaddeus York. Hören wir mal an. Mio, hier spricht, Dr. Calvino. Dr. Calvino. Tja, Sie haben wohl Feierabend. Oder ignorieren mich. Ich wollte nur, ich komme morgen etwas später. Aber bereiten Sie morgen bitte gleich als erstes ein neues Mikrolinsen-Array vor. Das alte ist nämlich Schrott. Besorgen Sie sich alles Nötige aus der Werkstatt. Und wenn Clive meckert, nehmen Sie sich's aus dem Lagerschrank, wenn er gerade wegschaut. Offiziell kennen wir den Code zwar nicht, aber ich leite ihn an Sie weiter. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist dieses Viech? Ah, die haben immer so hässliche Geräusche, ne? Muss man ja schon mal sagen. Und haben komische Fähigkeiten. Könnte durchaus hier unten sein, der Typi. Der ist nicht weg. So. Jetzt ist er weg. Der alte Spaten, ey. Er geht mir so auf den Sack. Wenn mal... Kann er nicht mal normal reden? Sind wir bei... Keine Ahnung. Geht mir auf den Sack, der Typ. So. Einfach mal reinklatschen des Zeugs. Kann man ja immer gebrauchen. So, ich glaube, das war's. Halt, ich kann hier nochmal sortieren, kurz. Kann ich das dann noch schnell klapsen? Jetzt gehe ich nochmal kurz hoch und hole die Waffe. Oh. Oh. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Mega cool. Jägerin-Bolzenwerfer. Der Jägerin-Bolzenwerfer verschießt Schaumbolzen, die keinen Schaden... Toll. Er ist jedoch hervorragend dafür geeignet, Kollegen zu nerven, Gegner abzulenken und Schalter und Bildschirme aus der Ferne zu betätigen. Benutze Maus das 1 zum Feuern der Spielzeugwaffe und R zum Nachladen. Geil. Das war er wahrscheinlich nicht, dieser komische Becher da. Oh. Cool. Clive Lawrence, Leiche, ach was. Der sieht nicht mehr so frisch aus. Den würde ich nicht mal als Leiche bezeichnen. Aber kann man machen. Ne? Ja. Das verstehe ich halt auch nicht. Ich würde hier striktes Rauchverbot auf einer Raumstation verhängen, also sorry. Das geht bei mir gar nicht in den Schädel. Dann können wir auch die Glue-Kanone hier benutzen. Zack, weg. Und die Waffe hier auch noch. Wo ist sie denn hin? Da. So, gehen wir gerade runter. Hallo? So. Clive Lawrence. Okay. Dann kann das da nämlich da rein.
Geil, und das da kann da rein. Und das da kann auch nochmal da rein. Das da kann da rein. Und das da kann da rein. Drücken wir nochmal Z. Nochmal ein bisschen öfter Z drücken. Geil. Ja, das passt schon. So. Die da gehen da nicht, ne? Nee. Die wollen wir da auch gar nicht reinhaben. Und dann recyceln wir. Mega geil. Alter, ich finde das so cool. Alter. Was da rauskam. Lol. Okay. Ich würde sagen, wir können weiter. Weiß zwar gerade wieder nicht mal wohin. Aber gut. Hardware Labs. Schön. Hallo? Ah. Und nein, ernsthaft, ich weiß gerade echt nicht mehr wohin. Ich speichere nochmal kurz, ich habe gerade keinen Bock auf The Grilling Zone oder wie auch immer. Oha! What the fuck? Was passiert, wenn ich dich mitnehme? Nüt. Ah, ich muss dich da drüben reinbringen. Okay. Dann gehen wir halt hier rein. Mega cool. Da kann ich nicht rein. Do not enter. Oh. Der immer noch dabei. Oh. Huch. Hä? What the fuck? Okay, wir haben auf jeden Fall ein Waffen-Upgrade. Wir haben zwei Waffen-Upgrades, die würde ich gerne benutzen. Aber auf was ist die Frage? Was können wir hier machen? Glue-Effizienz? Nee, nicht unbedingt. Bewegungsgeschwindigkeit? Ja, gut, könnte man machen. Effektive Reichweite, Nachladegeschwindigkeit? Ja, komm. Nee, machen wir mal nicht da drauf. Machen wir das mal hier drauf. Feuerkraft? Ah, oh, das wird sich halt schon lohnen, gell? Munitionskapazität und Nachladegeschwindigkeit. Ja, nee. Was gibt's hier noch zu? Feuerkraft. Ja, machen wir mal das. Zack, geil. Ja, da müssen wir Perks machen. 4 Stück haben wir, Neuromods. 4 Neuromods. Können wir damit was effektiv machen, Techniker? Wir könnten Hebelkraft 2 benutzen. Das wäre halt schon was, ne? Das wäre halt schon echt was. So. Ermöglicht die Verwendung von Waffen-Upgrades, die nicht dem Standard entsprechende Tech-Sicherheitswaffen. Okay. Weiß ich nicht, ob wir das machen sollten. Ermöglicht die Verwendung von Waffen-Upgrades um Sicherheitswaffen über Modifikations 1, Stufe 1 hinaus. Verbessert deine Transstar-Uniform durch erweiterten Inventarplatz und erlaubt die Installation von 2 zusätzlichen Chipsätzen. Das könnten wir eigentlich tun, oder? Würde ich mal sagen. So, bestätigen wir das? Ist nämlich voll geil. So, und jetzt haben wir leider keine Dinger mehr. Aber okay. Ja, brauche ich gerade nicht. Spare ich mir lieber. Und haben wir jetzt mehr Platz? Ja, haben wir. Definitiv. Cool. So, wohin jetzt, mein Lieber? Was ist mein Ziel? Ziele. Den habe ich immer noch nicht, ne? Nimm die Quartierschlüssel von Bellamys Leiche an dich. Psychatronik. Sieh dir das restliche Video an. Lobby. Okay. Machen wir. Video. Video? Hä? Da war doch vorhin irgendwas markiert.
Also irgendwo war was markiert. Warum ist das jetzt nicht mehr markiert? Das verstehe ich gerade nicht. Okay. Oh! Lass mich verarschen! Oh! Alter! Okay, das war jetzt gerade nicht so schlau, was wir gemacht haben. Also ich. Du schaust ja noch zu. Ups. Das war echt nicht so der Hammer. Alter! Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Puh. Man glaubt es kaum. Man glaubt es kaum, eins. Man glaubt es kaum. Alter. So, wo sind wir denn hier eigentlich? Schon wieder hier. Ah. Alter, und da sind wieder Leute. Das ist doch echt eine Milo-Stick. Was ist das da? Hey, jetzt hört's halt auf, du Arsch. Mann. Oh. Programme? Bereichskarte herunterladen? Alter, voll cool. Warum wusste ich das nicht? Ballistiklabor. Da war ich auch noch nicht drin, glaube ich. Oh. Sicherheitsschrank entriegeln? Ja, dann machen wir mal. Weiß gar nicht, wo der ist. Kontrollpunkt zurücksetzen. Was wurde denn hier zurückgesetzt? So, ich speichere jetzt hier nochmal. Habe ich noch irgendwelche Sachen im Inventar, die ich essen kann gerade? Das da, glaube ich. Kann ich essen? Kann ich das auch essen? Ja. Das hier auch? Ja. Geil. Okay, dann würde ich sagen, schleichen wir uns mal kurz raus. Und machen den Typen da vorne alle. So, ich speichere hier nochmal. So, hier jetzt nix. So. Affenhirn. Alter, ich laufe hier rum wie so ein besoffener Pudel. So. Trinke ich mal. Lesen, ich will das jetzt nicht lesen. Mehrere Ziele. Ach so. Ah, halt, wir hatten ja hier noch einen Sicherheitsschrank. Wo ist denn der? Ah, hier. Security Locker, ich hab den doch entriegelt. So. Nehme ich mit. Toll, den hätte ich vorhin gebraucht. Den hätte ich vorhin gebraucht, mein Lieber. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Was war das jetzt? Mensch, beherrsch dich mal. Schade, ich dachte, hier wäre mehr drin. Okay. So ist es halt. Ausfahren! Yeah. Ja, ist klar.
So, wir gehen auch direkt wieder darüber und gucken mal schnell. Bestätigen? Ja, natürlich bestätigen. Heieieiei. Heieieiei. So, du betrittst die Lobby. Was du nicht sagst. Na los. Schneller. Okay. Ach ja, ich trinke währenddessen nochmal einen Schluck. Das ist nämlich ganz angenehm. Bin jetzt übrigens gerade an der 8. Folge hintereinander dran. Mir macht das Spiel mega Spaß, muss ich dazu sagen. Ist einfach mega geil. Ja, falls ihr das selber spielen wollt, kauft es euch einfach. Auf Steam erhältlich, voll cool. Und ja, unterstützt damit, naja, unterstützt die Entwickler, das würde ich jetzt bei einem Indie-Game sagen, weil, aber das ist, ja, doch, unterstützt die. Ich dachte, ich hätte es vorhin benutzt. Habe ich aber gar nicht. Okay, das könnte ich auf jeden Fall reparieren, irgendwie. Video. Ah, ich muss das im... Ich hoffe, hier kommt jetzt niemand. Ja. Gerade eben habe ich es gesagt und schon ist es wieder zunichte gemacht worden. So, hier, jetzt puste ich dir den Schädel weg, du Arsch. So, hier, knüppel dir den Schädel weg, du Arsch. Ja, habe ich gesehen, dankeschön. Ich habe noch ein Medikit. Das werde ich auch dankend annehmen. Hier gibt's auf die Fresse! Alter, was ist denn das für Viech? Was ist das für Viech? Auf jeden Fall ist es jetzt kein Viech mehr. Alter, das hat mir gerade alles weggezogen. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ich gehe da auch viel zu hart rein, ne? Sollte vielleicht mehr taktisch. Ja, taktisch. Ist klar. So. Kann ich das nicht da? Schade. So, Bewegungs, bla bla bla. Nachladegeschwindigkeit, effektive Reichweite. Ja, komm, klatsch das mal da drauf. Ja, bestätigt. Alter, mega hart. So, ich hoffe, jetzt kommt nicht nochmal einer. Dann wäre ich, glaube ich, voll am Arsch. Aber sowas von. Was ist das? Was ist das? Nullwellentransmitter. Der in der Psychotronik entwickelte Nullwellentransmitter strahlt einen Signalstoß aus, der kurzzeitig die Psi-Fähigkeit desjenigen unterdrückt, der sich im Strahlenweg befindet. Mhm. Schön, nur habe ich noch keine Psi-Kräfte erhalten. So. Hallo? Warum ist die Tür offen? Ja, ich hab's doch gewusst, du Arsch. Hä? Verreck. Alter, wie viel Munition ich gerade in den reingeballert hab, gell? Ich hab's doch gewusst und ich hab noch auf ihn geschossen. Toll. Jetzt ist der Bildschirm kaputt. Ach so. Spielt gar keine Rolle. Allerdings kann ich hier keinen Operator dispensieren. Schade. Programme. Schau mich an morgen. Schau mich an morgen. Diese LGV-Datei fortsetzen. LG-Reparatur. Ach was. Cool. Fortsetzen. Ja. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Du musst die Talos 1 zerstören. Die Forschung, die Typhon, alles vernichten. Auch dich.
Ich weiß, wie das klingt. Aber du hast die Typhon erlebt. Ja. Sie sind ein Teil von dir. Wenn auch nur eine Zelle die Erde erreicht, ist das aus. Tut mir leid, es gibt keinen anderen Weg. January wird dir zeigen, wie die Selbstzerstörung aktiviert wird. Alex wird dich aufhalten wollen. Er hasst es zu versagen. Er ist zu stolz und beschämt, zu Mama und Papa zurückzukriechen. Jetzt hängt alles an dir. Viel Glück. Gefällt dir nicht, oder? Mm-mm. Puh, okay. Das ist nicht so toll. Ziel abgeschlossen. January. Hallo. Hallo Morgan. Ich bin January 2035. Ich bin ein Operator. Es gibt viele Operator auf der Talos 1, aber keiner davon ist wie ich. Ja. Ich bin ihr Plan B. Meine erste Aufgabe war es, sie aus der Simulation zu befreien. Dann sollte ich ihnen das Video zeigen. Alles erledigt. Interessant. Ich habe jetzt Zugang zu weiteren Anweisungen. Die Selbstzerstörung der Talos 1 wird durch zwei Zündschlüssel aktiviert. Ihr Bruder hat den ersten, sie den zweiten. Alex hat ihren Zündschlüssel zerstört. Sie haben jedoch einen Fabrikatorplan für einen neuen in der Datenzentrale versteckt. Dorthin müssen sie sich als nächstes begeben. Danach können wir uns Gedanken um Alex' Schlüssel machen. Die Typhon breiten sich schnell aus, Morgan. Das wird ein Wettlauf gegen sie und ihren Bruder. Mit dieser Schlüsselkarte haben sie Zugang zum Hauptaufzug und allen Laboren. Mit dem Hauptaufzug erreichen sie die Datenzentrale am schnellsten. Ich wollte eigentlich, dass du mich heilst. Danke. Kannst du mich heilen? Nächstes Thema. Ich sollte ihnen weitere Neuromods besorgen. Das habe ich getan. Viel Glück, Morgan. Danke. Danke. Sie haben mich entworfen, damit ich Ihnen helfe. Auf weitere Anweisungen kann ich erst zugreifen, wenn Sie beide Zündschlüssel haben. Jede Neuromod erzeugt einen Schnappschuss Ihres Gehirns und simuliert einen Lärmfunk. Dann werden diese Änderungen umgesetzt. Milliarden von Verbindungen innerhalb von Minuten neu belegt. Alles ermöglicht durch unsere Freunde aus dem All. Geil. Darf ich, kannst du mich reparieren? Simmons installierte leere Neuromods bei Ihnen. Daher konnten Sie sich an den Test des vorherigen Tages erinnern und fliehen. Die Sicherheit an Bord obliegt unserer aller Verantwortung. Bei Sorgen und Fragen wenden Sie sich an sicherheit@transstar.talos. Ja gut, dann schreiben wir doch mal einfach eine E-Mail dahin, dann ist die ganze Sache geritzt. Die erledigen das hier schon und wir können dann hier getrost zurück zur Erde zurückkehren, würde ich mal sagen. Oder machen wir das doch einfach so. Und deswegen würde ich sagen, hier klickst du... Ich suche nach weiteren Neuromods, während sie unterwegs sind. Ja. Klickst du hier einfach mal auf den Bildschirm drauf, da ist so ein schöner runder Kreis. Da kannst du mich abonnieren. Und dann vergiss nicht, die Glocke zu drücken, falls du neu bist, damit du auch immer neue Nachrichten kriegst. Links und rechts hast du hier noch die Möglichkeit, Videos auszusuchen, beziehungsweise Playlisten, die dir bestimmt gefallen werden. Auf morgen, bis Wiedersehen, euer Sonki. Ich bin raus. Ciao, Dankeschön.